Da sind wir wieder zurück. Das hat jetzt ehrlich wesentlich länger gedauert, als das überhaupt geplant war. Zwischenzeitlich ausgefallen, da ich eine OP hatte. Und einfach 2, 3, 4 Wochen, ja, dürfte knapp 4 Wochen her sein, nicht mehr sprechen konnte. Also 2 zumindest, und die anderen 2 habe ich für, wie sagt man, Rekonvaleszenz gebraucht und also für Erholung. Tja, und ich habe noch versucht, vorher das Spiel zu Ende zu bringen, weil es ist wirklich nur noch eine Folge und mich hat das so aufgeregt, denn mir ist das Ding immer abgeschmiert. Es ist mir sonst nie passiert, aber genau dann natürlich, entweder war der Ton komplett weg, dann habe ich versucht, drüber zu sprechen. Also es kamen einfach 100.000 Milliarden Probleme auf einmal. So, dass ich, glaube ich, im Endeffekt das Ende 7-mal gesehen habe oder so. Also ich weiß jetzt definitiv, wie es funktioniert und wie es geht. Das hat ja auch einen Vorteil, dann kann ich das jetzt schnell zu Ende bringen. Und das ist so der Stand der Dinge. Ja, ich möchte auf jeden Fall auch wieder was Neues anfangen. Bin jetzt erstmal froh, wenn das hoffentlich klappt, dieses Spiel zu Ende zu bringen. Und dann hängt ja noch Sherlock in den Knien. Sherlock? Sherlock in den Knien. Der möchte ja jetzt auch mal weitergemacht werden. Also, wir waren hier, soweit ich mich noch erinnern kann. Das war die Kiste mit Kali, die Frage ist natürlich, wie immer, wie ich das schon so oft gesagt habe, wo ist das überhaupt? Ist das real oder nicht? Und wir gehen gleich rüber in das Zimmer von der kleinen, wie hieß sie noch? Unglaublichen Namen vergessen. Alex! Hey, I missed you! I keep hearing weird noises on this train. And a man keeps looking in at me through the door. You mean Don, the conductor? No, a strange man. I've never seen him before. I don't like him. I want my daddy! My daddy's gonna get me from the station. He said he got me a present. I hope it's a doll. I collect dolls. Oh, Lydia, sweetie. What's your daddy's name? My daddy's called Robert Crow. Oh, God. I thought so. Do you know my daddy? Yeah, your daddy misses you very much, Lydia. Very, very much. This train journey you're on, do you remember how it ends? I remember a man and a doll. It was cold. We got off the train early. He said he was my daddy's friend, and then I'm back on the train and we're gonna see daddy. I can take you to see your daddy right now if you want. Mm-mm. That's what the man said too, but he had a doll from daddy to prove it. Die Kleine hat gerade ihre Geschichte erzählt. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, was die Old Gloria wirklich ist. Und sie hier ist die Tochter von Rob. Von dem Rob, der nicht mehr alle Waffeln im Schrank hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sie hat einfach erzählt, was passiert ist oder das, was sie sich erinnern kann. Sie war im Zug und wollte ihren Papa besuchen. Und dann kam ein Mann und hat gesagt, er sei der Freund ihres Vaters und hatte eine Puppe dabei, um das zu beweisen, dass er der Freund ist. Und dann sind sie früher ausgestiegen. Und dann können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen, was passiert ist. Sie weiß nur noch, dass es kalt war und auf einmal war sie wieder hier. Aber naja, die muss da natürlich gestorben sein. Was mich gerade ein bisschen
ja, verwundert hat, ist, sie hat gesagt, dass ein Mann sie beobachtet hat durch Schlüsselloch. Und von einer früheren Bemerkung von Rob müssen wir davon ausgehen, dass es er ist. Da Alex auch gefragt hat, ob es Don, der Conductor, sei. Und sie gesagt hat, nein, sie kennt Don. Der war es nicht, es war ein fremder Mann und er hat ihr Angst gemacht. Wenn Rob ihr Vater ist und sie beobachtet hat, warum ist er ihr dann fremd? They sound... Und jetzt einmal durch hier in das Zimmer. Wir brauchen nämlich die Puppe für die Kleine, weil wir ihr den zu ihrem Papa bringen. Natürlich gibt es da einen Haken. I don't want Rob to get this back. I'll take it. Ich habe es tatsächlich bis jetzt immer noch nicht herausgefunden, was genau ist, um etwas Bestimmtes mit der Lydia zu triggern. Ich glaube, es liegt an einer Aktion, die man noch viel früher hätte machen müssen, damit sie einem etwas anderes erzählt. Hey, Lydia, I have something for you. Oh wow! That's the doll I saw with Daddy! You really have met him! Yeah, do you want to go see him? Yeah, let me just... Hey, who's that? Lydia? Lydia? Tja, beim ersten Durchlauf hier habe ich mich so erschrocken. Ich habe das einfach nicht mehr irgendwie in Erinnerung gehabt. Wenn man ganz genau hinguckt, hier stand ein großer schwarzer Sack auf dem Stuhl, der sich ein bisschen bewegt hat. Der ist jetzt weg. Dafür ist Lydia weg und ein kleiner schwarzer Sack hier unten. Tasche, wahrscheinlich eher Tasche. Let's have a look. It's full of dirt. The dirt's moving. It's full of worms. Oh, God, gross. There's something in there, too, but there's no way I'm plunging my hand into that teeming mess. Da ist etwas drin. Jetzt natürlich weiß, wie es geht. Wir können das mit dem Partyhut beiseite schaufeln. I'll just scoop some of this dirt away. Huh. It's my knife. I'll take that. So, und genau an der Stelle habe ich die Überlegung angestellt, was denn das Messer da in dieser Tasche macht. Denn, wenn wir uns kurz zurückerinnern, das Messer hat uns... Nee, hat uns nicht Rob gegeben, aber es lag an seinem Tisch. Also war es ursprünglich sein Messer. So, was macht im Prinzip sein Messer bei seiner Tochter? Hatte dann mal die Vermutung, ob der Rob vielleicht schon immer gestört war und nicht erst seit sie verschwunden ist, er sich das dann einredet und unter Umständen er seine Tochter auch umgebracht hat. Denn sie erkennt ihn ja nicht wieder, wie ich vorhin angemerkt habe. Sie weiß nicht, wer sie da beobachtet und es macht ihr Angst. Wenn sie ihn als Vater wiedererkennen würde, wird sie ja keine Angst machen. Und auch die komische Sache mit dem fremden Mann im Zug, der eine Puppe von ihrem Vater hatte, wenn er wirklich fremd ist und angeblich behauptet, ein Freund des Vaters zu sein, dann hat er ja keine Puppe des Vaters dabei. Also natürlich so eine Spielzeugpuppe. Keine Puppe, die aussieht wie er, sondern eine normale natürlich. Aber trotzdem, das
nachdem wir auch das Bild kaputt gemacht haben. Huh. Is that music coming from the bar? Is Floyd finally back? Cause I could sure use a fucking stiff drink right about now. Floyd ist da, deswegen hüpfen wir mal rein und sagen guten Tag. Hey, Floyd? Ah, yes, Miss Davenport. So nice to see you again. Please take a seat. I'd rather stand, but... Gavin. Hello, Alex. Oh, Gavin. Oh, God, Gavin. To see your face again. How could you leave me like that? How could you do this to me? Why didn't you tell me? Why didn't you tell me what an ass I was being? Would that I could, sweetheart. What do you mean? It was uncharacteristic, wasn't it? I mean, we've had fights before, haven't we? Yeah, I just... You told me you were sick of it. Sick of me. You hurt me so fucking bad, Gavin. You reached into every single wound you know I have and poked the fuck around. All because I made a mistake? A mistake you could have so easily rectified? Let me pour you a drink, babe. Fine. Gin. Straight. It must all be so confusing. I wasn't prepared for all this. I thought I'd led a simple life. I thought this would be easy. It's never easy. Everyone has secrets. Even that Lang fellow, you'd think he'd be the most boring guy in existence, but he had a lot of skeletons in his closet, let me tell you. Why are you here? Why are you on the train? How long have you been here? Since you came aboard. It's different for whoever rides Old Gloria. There's always a Don, there's always a Floyd. But for you two, they were us. We're all connected in ways you were only just beginning to understand. This is bigger than us, Alex. We're all the children of Augur Peak, and we're all going home. You can thank Katarina when you see her. She's found something on that island, something that's changed the sepulcher forever. Anyway, you'll find out soon enough. Kat's story is a tale for another day. Yours hasn't ended yet. And what about Lang? I can't talk to you about Lang. Why not? Because I want to talk about me. Huh. How unusual. Hey, we're not fighting anymore, remember? Sorry. I've just grown so used to hating you lately. Those times, on the phone, just after we broke up, you were so hurtful, so hateful. And it killed me too, Alex. The things we're forced to say with a gun to our heads. What do... Call me, Alex. It'll explain everything better than I could. What the hell? Okay. Rob? Gavin? Explain. You'll never guess who I bumped into as I left your party that night. Oh, no. Oh, God, no. Oh, Alex. It was meant to be. It was so perfect. There he was, weeping in the hall, and there I was, the good neighbor, your friend. With a shoulder to cry on and a pot of coffee on the stove, so we could give you some time without going too far. So we could wait it out, make his triumphant return after your friends had left. Everything would have gone back to the way it was. He would have continued defiling you. I could hear you both, you know, through the walls, hear the terrible things he did to you, how he forced you to moan in pleasure, to pretend to be enjoying it. How you were conditioned to be debased and defiled by these dirty fucking boys. That's fucked. That's so, so fucked. I am not some victim for you to save from consensual adult relationships. Robert, I'm not your daughter. I am not Lydia. What the fuck do you know about Lydia, Alex? Tit for tat.
Let's exchange stories. So, jetzt habe ich wieder mal die Chance, ein bisschen dazwischen zu reden. Ich möchte nur kurz sagen, ich liebe den Sprecher vom Rob, der Synchronsprecher. Der ist einfach so durch. Der Typ, das gibt's gar nicht. Und es ist echt krass, wie der das macht. Also, kleine Zusammenfassung. Der Barkeeper da hinten ist Gavin. Ob er jetzt nur für Alex Gavin ist? Also eigentlich nicht. Nein, er hat gesagt, eigentlich wechseln. Es gibt immer einen Floyd, also einen Barmann, und es gibt immer einen Don. Für jeden, der diesen Zug besteigt, aber es sind immer andere Personen. Nur für Dr. Lang und für Alex waren sie beide die gleichen. Also der Don, den wir gesehen haben, und Gavin als Floyd. Und tja, jetzt dürfte natürlich auch klar sein, hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Der hat erzählt, was, also noch nicht genau, was passiert ist. Aber es gab ja diese Kiste mit Carly am Geburtstag von der Alex. Und es war nie klar, ob er sie wirklich betrogen hat mit der Carly oder ob das Carly einfach gerne so gehabt hätte und das irgendwie so gedreht hat. Auf jeden Fall hat Alex ja Gavin von ihrer Party geschmissen an dem Abend und dann ist er in Rob gelaufen, in Robert. Und der hat gerade erzählt, er musste ja was tun, er musste Alex beschützen, also er hat da offensichtlich einen schweren Dachschaden und hat sie versucht. Offensichtlich ist er da grob verstrickt drin. Er hat versucht, sie von jeglichen Männern fernzuhalten. Damit ihr nichts passiert, in Anführungszeichen. Er hat natürlich... Es ist natürlich die Frage, wie gesund das ist. Aber es ist natürlich, geht es hier um seine Tochter Lydia. Und er projiziert das oder hat es auf Alex projiziert und er hat auch gesagt, Alex hat ihn daran erinnert, wie Lydia gewesen wäre jetzt in dem Alter. Jetzt geht es darum, Geschichten auszutauschen. Und hier wäre die Sache mit der Lydia gewesen, die hat irgendwann mal einen Dialog, wo sie es ganz genau beschreibt. Und wenn man das macht, wenn man dann in einem Durchgang alle richtigen Antworten anklickt, bekommt man nachher ein Achievement. Das ist jetzt aber nicht so wichtig, ich habe das eh. Das ist so jetzt der Stand bisher. Wie es jetzt weitergeht, mal gucken. Ich kann nicht reden und gleichzeitig klicken. Natürlich war es falsch. Das hier ist die richtige Antwort. Yes. Yeah. She was coming to visit me. My dear sweet Lydia. So. Sie war nicht da? She wasn't there. We searched the train frantically. Nobody could remember seeing her. Couldn't remember where she'd gotten off, if she'd even been on in the first place. Und sie haben sie nie gefunden. Nothing. Nothing. Eventually they gave up searching. But I knew, Alex, that my baby was out there somewhere. Dead. Just waiting to be found. That I couldn't save her. But then I met you, and I saw how you needed saving. You remind me of the woman Lydia would have grown up to become. I'm not your fucking daughter, Robert. Now tell me about Gavin. I couldn't have that dirty boy putting his hands all over my beautiful porcelain doll. I couldn't have it. I'm a pharmacist, you know. I know how to do things to people. To drug them, to knock them out, to paralyze them. A few cuts here and there, a few threats, and I know how to make them say what I want them to. You should have
Oh, you should have seen the look on his face as he made those phone calls to you, as I pressed the knife to his balls and whispered, "Keep going." And you should see him now, 4 months and still alive. Had to remove his other leg last weekend. No good now, not with the gangrene. Amazed you've never noticed the smell. It's incredible how compliant someone is when they know the person they love is just across the hall. Incredible how easy it is to keep someone alive while locked in a tiny, tiny room. And he wasn't dirty anymore. I cleaned him up, I did. Made him a porcelain doll, just like you. A frozen porcelain doll. Gavin, this isn't true, is it? This is just one of the Sepulchre's fucked up fantasies. It's true. I'm there. I'm alive. Of course, so is Robert, at least for the time being. It's probably about time a neighbor noticed the smell and called the cops. Would you like that, eh, Robert? No, I like you better with your tongue cut out, Gavin. Well, that explains why the phone call stopped, Alex. Well, there's not much left to take. He's just a head on a torso now. Oh, it's beautiful, Alex. He is the perfect man. You are so, so fucked up. You are fucking fucked. I hope you fucking die and rot in hell, you piece of shit. What is going on in here, kids? That Langfella's trying to get some sleep. You're all screaming loud enough to wake the dead. Evening, Floyd. Evening, Donald. Oh, aye. I see how it is. We need fair good time on this one, lassie. Floyd, a whiskey, if you'd be so kind. Coming right up, sir. Anyways, don't let old Don get in the middle of your dramatic revelation, kids. Don't mind me. I'm just taking the weight off my feet. Pretend like I'm not here. So now what? You have to end this. Der hat wirklich einen schweren Dachschaden. Der hat den im Prinzip... Rob hat Gavin im Prinzip entführt und ihn unter Drogen gesetzt, damit er diese Anrufe macht und sie beleidigt und sagt, er will nichts mit ihr zu tun haben. Und dann hat er, glaube ich, Arme und Beine weggemacht, also irgendwie so. Auf jeden Fall, er wollte aus dem Gavin genauso eine Puppe machen, wie sie angeblich seine Puppe ist. Wen es interessiert, auf Steam gibt es ganz tolle Diskussionen über die Geschichte. Die Entwicklerin hat nie bestätigt, ja, in welche Richtung genau die Geschichte geht. Also klar, es gibt eine offensichtliche, die wir hier sehen, und es gibt natürlich eben, wie sind die Verbindungen. Zum Beispiel, was ist eigentlich genau mit Lydia passiert? Was ist, und dazu gehört auch, der Rob hat gesagt, interessant, dass du das nie bemerkt hast. Er war ja gleich die Wohnung gegenüber von ihr und wo er den Gavin auch festgehalten hat. Und sie hat das nie irgendwie realisiert. Also sie zeichnet einfach auch eine unglaublich große Naivität aus. Und das, da bin ich mir auch sicher, da bei diesem ersten Ding, wo wir auf ihn getroffen sind, hat sie sich einfach in das Zimmer gesetzt, im Zug, und hat gesagt, ja, mich stalkt einer, ich soll hier den treffen. Und hat einfach überhaupt nicht gecheckt, dass es er ist. Und das ist, glaube ich, für sie wirklich absolut bezeichnend, diese Riesennaivität, die Frau an den Tag legt. Tja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe, warum ich das mit Steam erwähnt habe, ich habe da eine ganz interessante These gelesen, denn ich bin immer davon ausgegangen, dass das so passiert ist, also dass Gavin sie nicht betrogen hat, dass das alles ein abgekartetes Spiel sei und so weiter und so fort. Und da stand dann, was ist, wenn er sie wirklich betrogen hat mit Carly? Und Alex das irgendwie im Unterbewusstsein immer wusste, dass der Rob etwas damit zu tun hat. Und jetzt ist er natürlich, wie Rob, also natürlich auf eine völlig krankhafte Art und Weise,
gesagt habe, der perfekte Mann. Er kann sie nicht mehr betrügen. Er kann gar nichts mehr. Aber das ist eigentlich ja das, was sie will. Und das ist auch, wie diese Party-Nacht nochmal durchgespielt haben, hat man gesehen, sie hat das gesagt, was sie wollte. Es ist so alles gewesen, wie sie es gerne gehabt hätte. Fakt ist, so ist die Partynacht nicht gelaufen, dass Carly sich entschuldigt hat und dass Carly gesagt hat, es ist meine Schuld, ich bin schuld. Sie hat das ja auch mit einer ganz komischen Stimme gesagt und gesagt, ich bin Judas. So, also, das sieht alles schwer nach ihrem eigenen Kopf aus, nach ihrer eigenen Fantasie. Ja, wir sollen das hier beenden. Ich habe ja vorgewarnt, ich werde noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu erzählen. Vielleicht, falls ich das noch vergessen habe, wie Alex umgekommen ist oder, sagen wir, auf dem Weg dazu ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Drogen sind, dass sie schwer drogenabhängig war. Hat auch einen Satz von ihm verraten. Er kam rein, hat sie gesehen, sie hat sich nicht bewegt, sie sah aus wie, als sei sie völlig weggetreten, blass und der Dr. Lang, der glaube ich, ist einfach ein schwerer Alkoholiker. Den ganzen Hinweisen, die wir auch von Floyd erhalten haben, und er hat wahrscheinlich einen Autounfall gebaut oder ähnliches, warum er jetzt hier ist. Wir sollen das Ganze beenden. Das machen wir jetzt auch. Wir haben ja das Messer. Danach wird es keine Chance mehr geben, was zu sagen. Es wird dann einfach zu Ende laufen. Ich glaube, ich habe echt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Kann man das so sagen? Vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Projekt nochmal wieder. Floyd? Donald? Don't reckon that's how it was meant to go. Do you? Can't say I do, no. This one? He's reaching through, isn't he? Looks that way. Oh, Logger's not going to be happy about this. I guess that's just the way it goes sometimes. Can't interfere. Cassell? No. Don't! I'm sorry. I don't want to be alone right now. You can't hear me anyway. I wasn't prepared. Not for this. I thought I'd see him. Keith. My father. Instead, I found this. I don't know what was real. Rob, Gavin, Carly, Lydia, and you, Dr. Harold Lang. I bet you thought you weren't going to make it here tonight, like I did. I don't think either of us made it here tonight. The train's stopping. I hope you wake up, Dr. Lang. I hope we both wake up. Huh?
There's a fog rolling in. I can barely see the town. Well, that's gonna make today's work even more fun. Goddamn. Still, Harry and Alex should be here later today. I hope they had a safe journey.